seid ihr herzlich willkommen. Eine Liebesorakel für Wochenende. Freitag, Samstag, Sonntag. Und wir schauen an, was erzählen die Karten, was passiert am Wochenende, wie ist die Energie. Ich starte mit Freitag und das sehen wir hier. Die Feuerelement hier und auch hier zeigt Kraft, eine starke Wille oder Bewegung. Hier sehen wir bei ihm verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Richtungen. Kann auch sein, dass er überall da sein möchte. Weil er kann nicht Nein sagen. Er versucht, jede recht machen. Oder kann auch bedeuten, es sind verschiedene Richtungen, was ihn begeistert. Zeigt auch Schwung, vielleicht auch eine gewisse Ungeduld. Und weil er seine Kraft nicht richtig einsetzen kann, er stoßt selbst in seinen eigenen Grenzen. Kann natürlich auch sein, dass jemand ihn einschränkt. Und hier sehen wir auch seine verletzten Gefühle. Es läuft nicht so, wie er das möchte. Aber er kann etwas verändern. Er braucht die inneren Gleichgewicht, er braucht die Harmonie, er muss es aus vergleichen, was ist für ihn wichtig, welche Richtung soll er schauen, welche Richtung soll er gehen. Er kann nicht überall dort sein, er kann auch nicht überall funktionieren, das geht einfach nicht. Und er kommt auch zu diesem Gleichgewicht. Kann natürlich auch sein, dass er Kopfschmerzen bekommt und er ist dazu gezwungen, zur Ruhe zu kommen und dann wird er auch nachdenklich sein. Samstag sehen wir hier. Hier sehen wir schon mehr Lebenskraft und Lebensenergie. Er steht auf, geht es ihm viel, viel besser, geht alles voran. Er möchte dich auch sehen. Hier die Kelchen und auch hier zeigen deinen Gefühlen und auch seinen Gefühlen. Er zeigt ganz offen, was er möchte. Er zeigt ganz offen seinen Gefühlen. Und hier sehen wir schon ein Treffen und auch ein Austausch. Er überreicht diesem Kelch, du auch. Ihr zeigt gegenseitig euren Gefühlen. Und hier die Zahl 10 bedeutet schon ein Neuanfang. Weil wenn das gelingt, so offen über Gefühle zu sprechen, ganz offen über die Pläne zu sprechen, kommt auch Harmonie und Gleichgewicht und ein Neuanfang. Und das ist sehr schön, sehr angenehm. Und Sonntag sehen wir hier. Er besucht dich, er möchte dich sehen, er zeigt auch seinen Gefühlen, er lenkt diese Wagen und das geht alles voran. Aber er hat schon Bedenken, er hat ein bisschen Angst, weil er weiß nicht, siehst du das? Mit welchen Absichten er kommt? Kannst du das annehmen, was er bieten kann? Nimmst du seinen Gefühlen wahr? Oder machst du komplett zu? Und wenn das so ist, dann bremst das die Geschehen. Kann auch sein, er möchte gerne zu dir kommen, aber er hat Angst, dass du das nicht möchtest und bremst diese Bewegung. Aber immerhin hat er vor zum Kommen, er möchte seinen Gefühlen zeigen. Und er hofft, dass du das auch wahrnimmst.
aber er zweifelt daran etwas. Und das war die Wochenende Liebesorakel. Wenn dir diese Video gefallen hat, ich würde mich freuen, wenn du das likest oder meinen Kanal abonnierst. Du kannst gerne deine Meinung im Kommentar schreiben oder mich besuchen in Facebook-Seite Dendera Medici oder Dendera Susanna Medici. Und dort erscheint täglich die Maya-Kalender. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.